Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part des FIFA 15 Karrieremodus. Letzte Episode war so nicht so geil eigentlich, weil wir haben beispielsweise in der Champions League verloren gegen Lille mit 3:2, sehr unglücklich, und müssen heute in der Liga wieder ran. Deswegen andere Aufstellung, und zwar, ja, das ist eine gute Frage, wen wir da jetzt aufstellen. Sippel Innenverteidiger, Kanner, okay, alles klar, spielt Sippel heute mal Innenverteidiger, Götz geht raus, Janmaat kommt rein, Oxlade kommt rein für Morrison, des Weiteren können wir eigentlich mal Ben Yedder wieder auf die Bank tun, immerhin mal, ja, das ist, obwohl wir können ja auch einen Sturm tun, weil machen wir es so rum, nee, anders, so, nein, so. Ja, genau. Niang wird Startelf spielen, weil der so gut ist, ja. Das ist der einzige Grund. Kobek packe ich mal notfallsweise auf die Bank für Nastasic. Geis geht raus. Anita wird daneben Mr. Barker spielen. Und Haidara kann eigentlich wieder eine Startelf rein. Obwohl, nee, kann er nicht. Mit der Leistungskurve und mit der Fitness nicht unbedingt. Aber egal. Gut. Wir sind ganz nah dran an der Transferperiode. Ich glaube, noch 2 Spiele sind es, wenn ich jetzt mal gucke. Auf dem Kalender. Ne, 4 Spiele sind es noch. Okay, alles klar. Also noch 2 Folgen. Und dann werden schon Transfers anstehen. Und da bin ich sehr gespannt, was wir da so machen werden. In der Zeit zum Glück nicht so viele Spiele. Und danach geht's gegen Chelsea, dann irgendwann gegen Zenit. Und nein. Und dann gegen Spurs. Also das wird auf jeden Fall schwierig die Woche, aber das kriegen wir auch hin. Und jetzt gehen wir erstmal in die Partie gegen den momentanen Tabellen. Chris Palace schon der weit oben, genau, 9. momentan nur noch. Sind ein bisschen abgerutscht. Cardiff ist immer noch oben, ja, mit 29 Punkten. An den könnten wir aber heute vorbeiziehen, wenn wir gewinnen und die verlieren. Aber das ist noch eine Eventualität, von der ich noch nicht ganz ausgehen kann, dass es wirklich so wird. Okay, alles klar, gut. Wir gehen in die Partie. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Ein neuer Gast im St. James' Park, und zwar der gut gestartete ehemalige Aufsteiger aus Crystal Palace. Die wollten hier heute gegen Newcastle United im heimischen Stadion Punkte holen. Und Newcastle hatte ja momentan ein paar Probleme mit ihrem Stürmer Wissamen. Ja, da mittlerweile wieder zurück in der Startelf, wieder genesen nach seiner Verletzung. Aber immer noch sehr, sehr uneffektiv vorm Tor, beziehungsweise das war ja sein Problem, bevor er sich verletzt hatte. Denn der Ball wollte zumindest in der Liga einfach nicht mehr den Weg ins Netz finden. Heute sollte das gegen Crystal Palace zumindest nach seiner Auffassung wieder besser laufen. Unter anderem auch Alex Oxlade-Chamberlain in der Startelf. Auch er war ein bisschen überraschend, denn er war nicht unbedingt gut in Form. Trotzdem stand er heute in der ersten Elf von Trainer MGT, der hier wollte heute auf Sieg spielen. Und genauso wollte es auch Crystal Palace tun, und zwar mit der Aufstellung, die wir gleich präsentieren. Trapp, Janmaat, Sippel, Yanga, Mbiwa, Santon, Barker, Anita, Nianka, Beja, Oxlade-Chamberlain und Wissamen. Auffällig eventuell Sippel und Yanga, Mbiwa als Innenverteidiger-Duo anstelle von Nastasic und Rüdiger, die beide eine Pause brauchten. Santon anstatt Haidara und Barker und Anita auf der Doppel-6. War auch nicht unbedingt, ja, üblich, denn normalerweise stand da ja Sippel, allerdings war der heute halt auf der Innenverteidigerposition. Bei Crystal Palace, Price, Kelly, Ramage, Dan Ward, Jedinek und Ladley, Panchian, Bolasie, Chamak und Artyom Zrutnevs in der Sturmspitze, der Neuzugang vom Hamburger SV. Mit dieser Elf wollte man also, ja, ein bisschen Newcastlers fürchten lernen, unter anderem auch Joel Ward, denn er war heute zuständig für den momentan sehr gut in Form seinen Bayern Young. Er sollte ihn aufhalten. Ob das Ganze funktioniert hat, wir werden es im Laufe der Partie sehen. Wir schauen einfach direkt mal in die erste Szene. Und die hat direkt einen Bayern Young. Kann sich hier erstmal durchsetzen. Kriegt auch den Doppelpass zurück. Geht in den 16er rein. Versucht es mit dem linken Fuß. Aber gut gehalten. Kein Problem für den Keeper, diesen Ball aus der Ecke zu kratzen. Natürlich war da Ward überlaufen worden. Aber das ist das Problem. Man kann Young quasi nicht stoppen. Der ist zu schnell. Da kommt kein Verteidiger der Liga beinahe hinterher. Trotzdem gute Parade von Price. Und wir gehen auf die andere Seite. Dennoch Crystal Palace traute sich nach vorne. Die Flanke in die Mitte. Und da hinten ist Panchian. Der Ball wird geklärt. Ledley köpft nochmal zurück. Rein. Dann der Fehler von Janmaat. Rudnevs kommt dazwischen. Rudnevs schießt schlecht von Trapp. Ledley, nicht Ledley. Jedinek ist da. 1:0. 13. Spielminute. Was für ein bitterer Auftakt für Newcastle. Den kann man halten. Den muss man halten. Und den darf man nie im Leben dahin abwehren, wo Jedinek steht. Da kommt Anita dann zu spät. Allerdings ist das klar der Fehler von Trapp. Den muss er einfach anders halten. Nicht besonders stark der Schuss von Rudnevs, und der Nachschuss, ja, von Jedinek ist dann einfach nicht zu halten und nicht abzuwehren. Bitter für Newcastle, die waren bis zu dem Zeitpunkt das überlegenere Team. Allerdings gab es jetzt das Problem, dass sie hinten nicht durch die Abwehr von Crystal Palace durchkamen, denn die stellten sich jetzt gut hinten rein und versuchten, um ihr Leben zu verteidigen. Direkt nach dem Anstoß allerdings eine Chance, die ja relativ groß war. Cabella geht in den 16er, der Pass auf Ben Yedder, der legt ab auf Anita, aber dann ist da Ramage und kann den mal abwehren, und Anitas, Cabellas Nachschuss geht dann nur noch in die Arme von Price. Also gut gehalten. Es versuchten aber weiter nur die Newcastle-Spieler nach vorne zu laufen. Hier hat Niang mal Probleme gegen Ward, kann sich aber trotzdem irgendwie durchsetzen. Die Flanke kommt in die Mitte, und in der Mitte ist
Oxlade-Chamberlain, aber der ist nicht besonders kopfballstark, dementsprechend wird der Ball abgewehrt zur Ecke. Aber ja, es, man merkte, es versuchte nur noch Newcastle nach vorne zu spielen. Crystal Palace stellte sich hinten rein, versuchte da irgendwie das Gegentor zu verhindern, aber das schafften sie auch ganz gut. Hier sieht man es wieder, der Ball von Young einfach abgewehrt zur Ecke. Diese Ecke könnte aber Gefahr bergen, weil sie hatten ja Young Gambiva, sie hatten Sippel, die waren groß, kopfballstark, an sich vielleicht keine schlechte Ausgangsposition. Cabella spielt die Flanke rein, da ist auch Sippel, kommt aber nicht dran, aber da ist nochmal Davide Santos mit dem Nachschuss, aber der geht übers Tor. Das war die letzte Szene der ersten Halbzeit. 1:0 also für Crystal Palace auswärts im St. James's Park. Die McPies zwar überlegen, nicht nur optisch, sondern auch vom Chancenverhältnis her, allerdings einfach nicht effektiv genug vorne, um hier irgendwie mal das 1:0 zu erzielen. Price verhinderte bisher gut, dass sein Team hier den Ausgleich kassierte. Mal sehen, ob es in der zweiten Halbzeit so weitergehen sollte. Wir springen einfach direkt wieder in die erste Szene rein und die hatte Crystal Palace und zwar 7 Minuten nach Wiederanpfiff. Der Ball kommt auf MacArthur und der läuft einfach mal durch. Sippel greift ihn nicht richtig an und Trapp ist da, hält den Ball gut, aber den muss er auch halten. Der hat viel zu viel Zeit dazu gucken, wie der Ball fliegt. Nicht besonders stark geschossen, allerdings immerhin ein Torabschluss von Crystal Palace, das hat man selten gesehen in dieser ersten Halbzeit. Jetzt in der zweiten Halbzeit versucht es aber natürlich auch Newcastle wieder nach vorne. Ben Yedder setzt sich hier erstmal nicht durch, kann den Ball aber dann von Pangiern wieder zurückerobern, macht das da sehr gut, geht in den 16er bzw. auf den 16er zu, setzt sich gegen die Verteidigung durch, Dan kommt nicht hinterher, der Schuss mit links und die gute Parade von Price Ramage kann im Endeffekt den Ball dann klären. Also, es bleibt weiterhin beim 1:0. Newcastle warf jetzt alles nach vorne, die waren sauer und vor allem Ben Yedder, der wollte endlich wieder sein Tor machen. Wissam, Ben Yedder macht das 1:1. 77. Minute, es wurde langsam Zeit. Der hatte so lange Zeit gewartet auf sein Tor und jetzt macht er es endlich wieder mit links mit seinem schwachen Fuß. Haut er den Ball in die Ecke, keine Chance für Price, den zu halten. Die Verteidigung ausgehebelt mit seiner Schnelligkeit. Keine Chance, da irgendwie noch hinterher zu kommen für Ramage oder irgendjemanden. Und dementsprechend dann der gute Abschluss ins Tor zum 1:1. Und jetzt hatte Newcastle Blut geleckt. Jetzt wollten die hier den Sieg, die spielten auf Sieg. Und mit Ben Yedder und einer sehr motivierten Bank und natürlich auch einem motivierten Publikum sollte das ja eventuell noch Früchte tragen. Wir gehen in eine Situation ein paar Minuten später. 88. Minute, der Ball auf Ben Yedder. Ben Yedder legt quer zu Colbeck. Colbeck könnte schießen, legt aber nochmal ab zu Ben Yedder. Ben Yedder versucht wieder mit links, da ist Oxlade-Chamberlain im Weg. Der fälscht den Ball ab und es steht 2:1 in der 88. Minute. Newcastle schafft es tatsächlich, nach einem 1:0 Rückstand innerhalb von 10 Minuten 2 Tore zu machen. Price zum zweiten Mal geschlagen, die ganze Partie über gut gehalten, keine Chancen zugelassen hatte die Abwehr. Und dann kommt Ben Yedder, der Ball abgefälscht von Oxlade-Chamberlain, sehr unglücklich für den Keeper von Crystal Palace. Aber so ist es nun mal, das 2:1 und das ist das verdiente 2:1, denn Newcastle hat einfach mehr für den Sieg investiert und hatten sie im Endeffekt, hatten sie ihn auch ja, bekommen quasi, den Sieg mit 3 Punkten. Wunderbar, alles klar, 2:1, mehr schlecht als recht, allerdings, ja, das kann auf jeden Fall wieder besser werden. Ich denke mal, so kann man weiterarbeiten und mit einem Sieg kann man im Endeffekt trotzdem zufrieden sein. Die Fans als auch die Spieler, nur Crystal Palace, die nicht unbedingt. Ich glaube, jetzt weiß ich, warum Crystal Palace so weit oben stand. Die sind gnadenlos effektiv und stehen hinten gut. Und das ist irgendwie Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet unsere beiden Spieler, die momentan nicht so meine, ja, bevorzugten Spieler waren, im Endeffekt die Tore gemacht haben. Ich meine, gut, es waren eigentlich beides Ben Yedder-Tore. Ich weiß nicht, warum das zweite für Oxlade-Chamberlain gewertet wurde, weil er ihn nur leicht abgefälscht hat. Aber er hat ihn halt abgefälscht. Und das war auch relativ wichtig, weil so haben wir den Sieg geholt. Und das war schon mal nicht schlecht. So, Klostermann werde ich mal beobachten. Brooks werde ich auch beobachten. Weil wir, also, aha, Trapp macht mir Sorgen und meine Verteidigung macht mir so ein bisschen Sorgen. Das ist nicht so schön. Da muss eventuell nochmal was passieren. Weiß noch nicht genau was, aber ja, mal schauen, bin ich sehr interessiert dran, das Ganze zu beobachten. Wir spielen gegen City als nächstes, das heißt, es wird eine richtig starke Partie. Ich lobe meinen Pellegrini, weil, was? Jetzt habe ich die Karte nicht mehr gesehen, aber Zuccolini habe ich gerade gesehen. Habe ich verguckt? Ich hoffe es. Wir haben eine Elf, die nicht besonders fit ist und wir haben einen Trapp, der, glaube ich, immer noch feiner oben hat. Warum auch immer, das weiß ich, glaube ich, echt, das kann ich mir echt nicht erklären, weil das... Der hat doch nur 1,5 Minuten gespielt, oder hatte der die Form schon nach unten? Ich weiß es nicht. Sonst hat er nur 1,5 Minuten gespielt. So, Sissoko ist wieder fit. Das ist natürlich eine gute Nachricht. Nastasic hat auch wieder Fitness. Wo ist ein Rüdiger? Ach da. Für Young Gambiva. Den lasse ich aber mal auf der Bank. Colbeck hat immerhin das Tor vorbereitet, deswegen bleibt er mal da. Morrison wird dann runtergehen. Sissoko auf die 6 neben... Santon mal raus, Haidara wieder eine Chance geben. Morrison will ich eigentlich gar nicht rausnehmen, aber ich finde eigentlich, dass Campbell gut gespielt hat. Und ich will auch... Ben Arthur, da haben wir so wenig offensiv. Dann nehmen wir mal Götz runter. Geis kommt noch rein für Sippel.
Kabeja geht mal raus. Dann machen wir das so. Ja. Okay, notfalls kann man Kabeja immer noch bringen. Beziehungsweise da packe ich mal lieber 7 De Jong hin. Vielleicht packe ich den noch in den Startelf. Ja, packe ich lieber in den Startelf. Und dann gehen wir das Ganze so an. Wunderbar. Ich denke mal, das ist eine Elf, mit der wir auf jeden Fall City gefährlich werden können. Wir sind ja bisher gegen City immer ganz gut zurechtgekommen und ich hoffe, dass wir das auch diesmal schaffen. Die sind ja relativ wack in der Saison bisher. Sind jetzt mittlerweile immer ein Achter. Haben also gewonnen das letzte Spiel. Können wir uns mal angucken, wie hoch. 1-0 gegen Wigan. Also, es sollte was möglich sein. Mal sehen, wie wir uns schlagen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis gleich. Zu Gast bei Manchester City, das gab es in den letzten Jahren noch nicht so häufig und auch nicht so erfolgreich für Newcastle United, die heute im Etihad Stadium mal wieder Punkte mitnehmen wollten. Die letzten Spiele gegen Manchester United konnte man genauso gut gestalten wie die gegen Manchester City. Das heißt, man hatte eine kleine Affinität für Manchester. Dementsprechend heute eventuell die Chance, da wieder Punkte mitzunehmen gegen den aktuellen Tabellenachten. Natürlich eigentlich eine Enttäuschung für City, dass sie so weit unten standen. Allerdings, ja, war ja noch einige Zeit in der Saison zu spielen. Wir sind ja noch nicht so weit fortgeschritten. Nach dem Wechsel von Nastasic hatte man sich direkt den nächsten Serben gehangelt, und zwar Subotic. Heute weder Kompany noch irgendjemand anderes Stammspielermäßiges, der so extrem gut war in der Verteidigung in der Startelf. Mangala und Subotic zwar nicht schlecht, aber auch nicht Weltklasse, wie beispielsweise ein Vincent Kompany bei Manchester City wäre. Wir gucken uns die Aufstellung an. Caballero, Sanja, Mangala und Subotic. Kolarov auf der Linksverteidigerposition anstelle von Gael Clichy. Fernando auf der 6 zusammen mit Yaya Touré. Milner, Nasri und Fernandinho vorne hinter Alvaro Negredo. Also man merkte, die spielten hier nicht unbedingt mit A11. Caballero im Tor, Kompany nicht dabei, Clichy nicht dabei, Navas nicht dabei, Aguero nicht dabei, aber die Fans dabei und die stärkten ihrer Mannschaft ihren Rücken. Die Citizens erwarteten diese Elf von Newcastle. Trapp, Janmaat, Nastasic und Rüdiger wieder in der Startelf. Haidara, Geis und Sissoko auf der Doppel-6. Die beiden wiedergenesenen Niang, De Jong, Ben Arfa und Ben Yedda in der Sturmspitze. Das heißt, kein Ravel Morrison mit von der Partie. Letzte Partie nur eingewechselt worden. Mal sehen, wie das Ganze heute laufen sollte. Mit Fernando, der sollte dafür zuständig sein, dass eben nicht diese Offensivzentrale so zum Schalten kam. Zusammen mit Yaya Touré stand er heute ein bisschen im Blickpunkt, denn er hatte sich unter anderem an einigen anderen Spielern vorbeigesetzt und das war relativ beachtenswert, wenn man bedenkt, dass normalerweise ein Fernando nicht der Liebling von Manuel Pellegrini ist. Wir gehen in die Partie hinein und zwar in die erste Szene und die hatte ja nach 13 Minuten Newcastle, denn es gab einen Foul von James Milner, der direkt mit der gelben Karte bedacht wird für den starken und beziehungsweise nicht starken, sondern harten Einsatz auf der linken Außenbahn. Da muss man nicht so in den Zweikampf gehen gegen Ben Arfa. Er setzt sich da zwar durch, allerdings geht er da unfair rein und das nach 13 Minuten eine gelbe Karte ist natürlich ein bisschen hart. Allerdings muss man auch ganz ehrlich sagen, sehr gut für Newcastle, denn mit einem Spieler, der defensive Arbeit verrichtet und eine gelbe Karte hat, kann man auf jeden Fall arbeiten. Haidara lässt sich lange Zeit für die Ausführung dieses Freistoßes. Überlegt da lange. Mal sehen, was er machen wird. Spielt den Ball rein. Und da ist Geis, aber ja, der Touré war es im Endeffekt, der den Ball aufs eigene Tor bringt. Ich glaube, es war sogar eher Mangala. Also, erste Chance der Partie durch einen City-Spieler und die zweite ebenfalls durch einen City-Spieler. Fernando, gerade noch angesprochen, mit dem Ball in die Mitte. Da ist Milner und was macht Kevin Trapp? 1-0 für Manchester City in der 28. Spielminute. Wieder ein Riesenfehler, der hier das 1-0 für den Gegner gewährleistet. Trapp, der ist momentan einfach nicht in Form. Der verlangt öffentlich eine Vertragsverlängerung bzw. eine Gehaltserhöhung und macht dann solche Fehler, die seiner Mannschaft hier eventuell den Sieg kosten könnten, denn den muss man als Torwart halten. Den hält sogar ein Kreisklasse-Torwart Milner mit seinem ersten Saisontor, auch wenn man ganz ehrlich sagen muss, das war vielleicht sogar eher ein Eigentor vom deutschen Keeper bei Newcastle United. Sowas darf nie mehr passieren. Die Citizens, denen war es egal. Die waren froh, dass es hier 1-0 stand. Die feierten und es ging weiter mit City-Action, denn die spielten sich jetzt in einen Rausch. Yaya Touré mit dem Ball auf Außen auf Fernandinho, der legt weiter raus auf Kolarov und Kolarov kann sich hier gegen Niang durchsetzen, macht das sehr, sehr gut. Die Flanke, Negredo scheitert erst noch, Trapp kommt da doof raus und es steht 2-0. 36. Minute, wieder der Torwartfehler von Kevin Trapp. Nastasic regt sich da zurecht auf über seinen Hintermann und dass man so den Ball nicht bekommt und dann trotzdem so weit rausläuft, das ist ein Anfängerfehler, den darf Trapp nicht machen in seiner aktuellen Situation. Ganz, ganz bitter. Das muss eigentlich Konsequenzen für ihn haben. Zwei Fehler in einem Spiel, die hier beide Tore verursachen. Er springt dann nicht mal den Ball hinterher und somit steht es 2-0 für City. Natürlich versucht Newcastle zurückzukommen, denn die hatten ja eine gute Offensive. De Jong hier mit einem seiner berühmten Solos nach dem Anstoß schafft es aber nicht, den Ball vorbei an Willi Caballero zu bekommen. Das war die letzte nennenswerte Szene der ersten Halbzeit. Es blieb also beim 2-0. Bitter für Newcastle, dass die beiden Tore durch Torwartfehler entstanden waren. Gut natürlich für City und die freuten sich genauso wie ihre Citizens, dass man hier gegen Newcastle in der leicht favorisierten Rolle trotzdem führen konnte mit 2-0, denn das war relativ solide.
Und man ließ hinten wenig zu. Das heißt, in der zweiten Halbzeit müsste es eigentlich so weitergehen. Die erste Chance hat er auch wieder direkt City. Der Ball auf Fernando gespielt. Fernando geht in den 16er nicht richtig aufgehalten und schießt dann den Ball aber mit ordentlich Wucht am Tor vorbei. Wird er noch bedrängt von Rüdiger. Somit nicht die größte Szene. Und Trapp, der war wohl auf Wiedergutmachung aus. Wir sehen wieder Kolarov. Der kann sich wieder durchsetzen. Diesmal gegen Sissoko. Wieder die gute Flanke in die Mitte auf Negredo. Und diesmal ist Trapp da und hält den Ball richtig, richtig gut. Der wollte wohl hier Wiedergutmachung betreiben. Musste er auch nach den beiden Fehlern. Wollte er hier wohl seine Mannschaft im Spiel halten. Campbell auf der Gegenseite wurde eingewechselt. Direkt nach dieser Einwechslung hat er hier die Chance. Passt den Ball aber doof in die Mitte, wo niemand steht. Morrison kann nicht drankommen, wurde für Cabella eingewechselt. Und es ging weiter mit City-Action. Der Ball von Touré auf Fernandinho. Und wieder ist es Trapp mit einem guten Reflex. Jetzt wirklich gut in der Partie. War wohl mittlerweile aufgewacht und hielt hier seine Mannschaft gerade noch so im Spiel. Und zwar bis in die 86. Minute. Dann Rüdiger mit dem Ball nach vorne auf Ben Yedder. Der ist im 16er. Kann nicht richtig aufgehalten werden von Subotic. Wissam Ben Yedder, der Anschlusstreffer. 87. Minute, wie aus dem Nichts, denn Newcastle hatte nach vorne absolut keine Chancen. Es war absolut perfekt verteidigt bisher von City und dann dieser Fehler von Kompany und Subotic, mittlerweile übrigens eingewechselt für Mangala. Ja, so kann es halt nun mal laufen. Caballero chancenlos und jetzt wollte Newcastle den Ausgleich. Sie versuchten einiges, investierten alles nach vorne, Ball aber geklärt schon in der Nachspielzeit. Müsste die letzte Szene der Partie gewesen sein. Aber nochmal Einwurf. Haidara auf Sissoko, ganz schlechter Pass nach vorne, wird rausgeschlagen, aber das Kopfballduell wird wieder gewonnen. Zurück von Sissoko. Der Ball kommt auf Haidara, der nach vorne auf Rüdiger. Rüdiger spielt den Ball jetzt zurück in die Mitte zu Revel Morrison. Morrison hat nochmal die Chance, eventuell den Ball in die Mitte zu bringen. Da ist Ben Yedder. Ben Yedder legt ab für Campbell. Campbell und das ist das 2:2. 90. Minute. Wieder gnadenlos effektiv. Newcastle United vor dem Tor in der Schlussphase. Was ist hier los? City die ganze Zeit überlegen, hatte Riesenchancen, das Spiel zu entscheiden. Und in der letzten Minute legt Ben Yedder quer, unterstreicht, dass er wieder zurück ist. Und ja, Campbell mit dem Linksschuss macht er hier das 2:2. Bitter für Caballero, der bei beiden Toren absolut nichts machen kann. Und natürlich glücklich, aber im Endeffekt auch wunderbar gemacht von Newcastle, die bis zum Ende kämpften und sich somit ihren Punkt hier im Etihad Stadium verdienten. Danach war Schluss 2:2 zwischen City und Newcastle und hat die lassen in der letzten Situation, in der letzten Chance, in der Endphase noch 2 Punkte hier liegen und dementsprechend nicht mit 3 für City, sondern nur mit einem. Natürlich eher für Newcastle gut als für City, die brauchten die Punkte, Newcastle weiterhin oben mit dabei. Diesmal war ich gnadenlos effektiv, beziehungsweise diesmal waren wir gnadenlos effektiv. Momentan liegt uns irgendwie die Endphase, also die Schlussphase der Partie. Ich habe nach dem 2-0 gedacht, okay, das war's. Aber Gott sei Dank haben wir das noch geschafft, den Punkt wenigstens zu holen. Und damit sind wir jetzt 5 Punkte vor den Spurs, die aber noch ein Spiel haben. Und haben uns zumindest mal auf dem 5. Platz festgesetzt. Aber Cardiff ist immer noch vor uns und jetzt mit 3 Punkten Vorsprung. Naja, ich weiß nicht. Ich bräuchte eine Pressekonferenz, weil ich will Trapp kritisieren. Ich will, dass der sich den Arsch aufreißt, dass der vernünftig spielt. Der hat wieder, das waren wieder zwei Sachen, die nie und nimmer, warum will der denn so viel? Oh Mann. Das waren wieder 2 Aktionen, die dürfen so nicht passieren, nie im Leben. Und ja, da denkt man sich dann so, oh scheiße, warum habe ich Krul nicht erhalten, beziehungsweise mir irgendwie anders geholt? Weil das war jetzt das nächste und das ist jetzt nicht das erste Mal gewesen. Das verunsichert einen dann doch schon ein bisschen. So, Flavio Ferreira, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Ikiza, tschüss. Ja, Griezmann, ja, ist halt ein Franzose, würde ganz gut passen. Ist aber, oh, ja, ist viel zu teuer. Gavranovic, aha. Nee. Obwohl, wahrscheinlich läuft sein Vertrag aus, deswegen war es dumm, ihn wegzumachen, aber wir lassen es mal so. Ibra läuft immer noch in 7 Monaten aus. Na, mal sehen, ob wir den bekommen. Ich bin ja sehr, sehr skeptisch, aber möglich wäre es theoretisch. So, nächstes Spiel ist dann gegen die Potters in der nächsten Episode. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, würde mich sehr darüber freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch, haut rein und ciao.